Mahlzeit. Mahlzeit. Chef? Ja. Die Polen haben Deutschland beleidigt. Was? Wie das denn? Sie vergleichen Hitler mit Merkel. Das bedeutet Krieg. Hoffmann, die Pflicht ruft. Da die Ehre Deutschlands auf dem Spiel stand, machte ich mich umgehend auf den Weg zu meinem polnischen Kollegen Korwin Mikke. Ehrenstreitigkeiten handelt man am besten unter Männern aus. Und Korwin Mikke ist noch ein ganzer Mann. Korwin Mikke, hallo. Nice to meet you. Der polnische Politiker ist Monarchist, will die Todesstrafe wieder einführen und das Frauenwahlrecht abschaffen. Herr Korwin Mikke, was denken Sie über Europa? Europa ist ein sehr alter Kontinent und vielleicht stirbt er gerade. Was glauben Sie, wie lange dauert es noch, bis Europa gestorben ist? Die Europäische Union, die Erziehung der Kinder, die geschlechtsspezifische Erziehung. Die Jungs dürfen nicht aggressiv sein. So wird es in allen Schulen gelehrt. Und jetzt haben in Köln und in anderen Städten die Migranten deutsche Frauen angegriffen. Und die Polizei war machtlos. In Polen, wenn da Marokkaner, Syrer und Neger oder Araber oder auch Polen Frauen angreifen würden, dann würden sofort 10 junge Männer kommen und sie auf der Stelle verprügeln, ohne überhaupt auf die Polizei zu warten. Ihr seid nicht aggressiv genug. Ihr müsst aggressiv sein im Kampf gegen die Muslime. Wer nicht aggressiv ist, wird sterben. We could talk to the Muslims if you not be aggressive genug. Das ist typischer EU-Idiotismus. Wenn zwei Menschen verheiratet sind und Streit haben, dann heißt es, sie sollen miteinander reden. Was soll das Gequatsche? Einer muss entscheiden. Dann ist das demokratische System. Putin sagt den Muslimen, ihr könnt in Russland leben, aber ihr müsst unseren Gesetzen gehorchen. Wenn nicht, dann bumm. Während Korwin Mikke sprach, hatte ich eine Vision. Polen gehört nicht dazu. Ein aggressiveres Deutschland musste doch zuerst Polen aus der EU schmeißen, dann alle anderen EU-Mitglieder alle rauswerfen aus dieser verdammten EU. Wir wollen ein Kerneuropa, nur noch mit Deutschland. Und dann ein richtig großes Deutschland. Gut, der Plan ist vielleicht noch nicht ganz ausgereift. Aber dann ist die Demokratie die falsche Staatsform. Then democratic system is overrated. I hate democracy. Ich hasse die Demokratie, weil in der Demokratie die Mehrheit recht hat. Und da gibt es mehr Idioten als vernünftige Leute. Die Demokratie ist ein Idiotensystem. Aber was kann man tun, um aggressiver zu werden? What can I do to be more aggressive? You should be more aggressive, but maybe not in school. Die Aggressivität muss in den Schulen gelehrt werden. Vom ersten Schuljahr an sollten Jungs zum Kampf erzogen werden. Jungs müssen zum Kampf erzogen werden. Wir haben noch eine Weile über das Aggressionspotenzial der deutschen Männer diskutiert. Aber der Pole konnte meine Linke mit seiner Führhand auf Abstand halten. Und er hatte diese brutal starke Rechte. Wie war's? Ganz normal. Deutschland muss aggressiver werden, hat er gesagt.